Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Seit 1931 wird in Kitzbühel das Hahnenkammrennen ausgetragen und rund um dieses doch sehr berühmte Rennwochenende haben sich mittlerweile zahlreiche Hotspots für Stars und Sternchen entwickelt. Ganz vorne mit dabei der Stanglwirt in Going mit seiner legendären Weißwurstparty. Zum 75. Mal stürzen sich wagemutige Skigrößen hier in Kitzbühel die Streif hinab. Unzählige Prominente aus dem Bereich Sport, dem Bereich Entertainment, aber auch aus Wirtschaft und Politik verfolgen das Skirennen Jahr für Jahr. Eines der gefährlichsten Skirennen der Welt. Und nach Abschluss des Renntages wird natürlich dann ordentlich gefeiert bei der Audi Night und bei der Weißwurstparty. Diese geht 2015 übrigens in die 24. Runde. Blitzlichtgewitter, hochkarätige Promis und sündhaft teurer Sekt und Champagner. Der rote Teppich bei der Audi Night trumpft auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen prominenten Gästen auf. Sie alle haben den Weg nach Kitzbühel auf sich genommen, um das spektakuläre Rennereignis live mitzuverfolgen. Als Skilegende, wie verfolgt man da ein solches Rennen? Ja, fast mit den gleichen Gefühlen, wie wenn man selbst runterfährt. Man hat natürlich seine Favoriten oder seine sympathischen Sportler, denen man es natürlich gönnen würde. Und dann ist alleine die Dynamik, was da entsteht, wie heute der Super-G, was da also wieder für Bilder geboten worden sind, also der Hammer. Das macht richtig Spaß zum Zuschauen. Sport auf höchstem Niveau, die schwierigste, gefährlichste Abfahrtsstrecke der Welt, ist einfach ein einziges Spektakel. Also für mich immer wieder was Besonderes, wie die Jungs hier runterkommen. Ich als Skifahrer, also als Freizeitskifahrer, bin fasziniert. Kitzbühel ist nach wie vor ein wunderbarer Ort, also nicht nur um Ski zu fahren, um auch solche spektakuläre Rennen zu verfolgen. Deswegen seid ihr ja auch da oder deswegen sind wir auch da. Seit meinem vierten Lebensjahr realisiere ich eigentlich die Hahnenkammrennen und bin eigentlich jedes Jahr da gewesen, außer 4 Jahre, wo ich in Amerika war als Profi. Während Ex-Ski-Profi Markus Wasmeier verrät, dass früher einfach nichts unter den Skirennanzügen getragen wurde und das auch ziemlich kalt war, ist beim Stanglwirt die Weißwurstparty in vollem Gange. Jede Menge Prominente feiern hier gemeinsam mit vielen anderen Partygästen. 1991 fand beim Stanglwirt das erste Weißwurstessen statt. Ein Jahr später dann zum ersten Mal unter dem Namen Weißwurstparty. Also den Grund dafür kenne ich nicht, aber es ist zumindest so, beim Weißwurstessen hat man mehr Konversation, es ist gemütlich, man trinkt ein Weißbier, eine Weißwurst und alles andere ist für Haushauswurst, wenn man schon miteinander reden kann. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Leute zusammenkommen, die auch zusammenkommen wollen. Und das ist für mich, entwickelt sich das fast ein bisschen wie zum größten wunderschönen Dirndl- und Trachtenheiratsmarkt Europas. Mir gefällt das aber. Vielleicht, weil wir einen ganz tollen und kulinarisch wertvollen Grund gesucht hat, das Hahnenkammrennen noch ein bisschen auszuschmücken. Ja, ganz traditionell natürlich das Hahnenkammrennen. Und da die Weißwurstparty ja schon, da es die schon ewig gibt, sage ich mal, auch im kleineren Rahmen. Also ich meine, glaube ich, früher war es ja da im Restaurantbereich, hat es ja ganz klein angefangen. Und es ist so dieses, ich glaube, dieses traditionelle Einstimmen auf morgen, auf das Abfahrtsrennen. Nach zahlreichen Spekulationen und Überlegungen sind wir natürlich neugierig geworden und wollen von Toni Hollenburger, dem Weißwurstpapst, persönlich wissen, wie es zur Weißwurstparty kam. Es war so, dass die österreichischen Abfahrer immer beim Stanglwirt zum Abendessen eingeladen waren, am Freitag vor der Abfahrt. Und es war schon um 6 Uhr und dann waren die um 8 Uhr schon meistens beim Essen fertig. Und ich habe ein paar privat ganz gut gekannt, waren befreundet. Und die haben gesagt, nein Toni, können wir nicht irgendwas machen und nach dem Abendessen, wir wollen um 8 Uhr noch nicht heimfahren und ins Hotel und ins Bett gehen, sondern wir hätten gerne ein bisschen Musik und vielleicht noch irgendwas zum Essen. Und dann ist mir die Idee gekommen, wir machen ein Weißwurstessen. Dann habe ich im Balthasar Hauser einen Stanglwirt gefragt, ob wir in die Hotelhalle dürfen und ob uns ein DJ dazu gibt. Und er hat dann gesagt, ja, freilich machen wir das. Und die Weißwurstparty war geboren. Die Party, die jedes Jahr rund 2000 Gäste nach Going lockt und für die ganze 10.000 Weißwürste produziert werden. Und so eine große Menge an Würsten muss dann auch erst einmal gegessen werden. Ich habe heute das vierte Paar gegessen. Wie viele Weißwürste passen bei Jana eine? Also heute waren es 4.
aber jetzt reicht es aber auch. Weil bei drei habe ich schon richtig, habe ich immer gedacht, ohne zwingen noch. Früher habe ich mal schon 3-4 geschafft, das schaffe ich nicht mehr. Meistens bei anderthalb kommt es vorbei. Wir dürfen gespannt sein, wer 2016 dem Ruf der Streif folgen wird und bei der Weißwurstparty vor Ort ist. Wenn es wieder heißt, Weißwurst ist. Die Stadt Selb im Landkreis Wunsiedel hat mit ihren gut 16.000 Einwohnern eigentlich wirklich einiges zu bieten. Das Porzellanikon, eine Eishockey-Oberliga-Mannschaft, diverse Kulturangebote, wie beispielsweise die Kunstnacht. Und seit diesem Jahr gibt es auch einen Neujahrsball. Prominent besetzt mit Mozzi Mabuse und Joachim Lambi, beide bekannt aus der RTL-Show Let's Dance. Eigentlich treten die beiden ja eher auf großen Turnieren auf oder in Fernsehsendungen, aber im eher familiären Rahmen in Selb haben sich sie auch sichtlich wohlgefühlt, wie wir festgestellt haben. Rechtzeitig um 19.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung, tauchen Mozzi Mabuse und Joachim Lambi in der Roland-Dorschner-Halle in Selb auf. Und genau diese halbe Stunde brauchen sie auch. Denn die rund 120 Gäste wollen alle den beiden Stars mal ganz nah sein. Ein Foto hier, ein Selfie da. Mozzi Mabuse und Joachim Lambi nehmen sich Zeit für ihre Fans. In einem kleineren Rahmen wie in Selb ist das zum Glück ganz gut möglich. Es hat Spaß gemacht, weil das ist sehr gemütlich hier und alle sind sehr, sehr nah und wir haben eine gute Zeit. Die Leute sind sehr, sehr freundlich hier, muss ich ehrlich sagen. Man merkt irgendwie, dass die Leute, oder man nimmt das so, dass die Leute ehrlicher sind und es hat einfach so ein familiäres Gefühl. Getanzt wird natürlich, wie es sich für einen Ball gehört, auch noch. Zwischen den Speisen des Drei-Gänge-Menüs bittet die Band aufs Parkett. Eröffnet wird der Abend von der Formation der Tanzschule Swing aus Hof. Highlight dürften aber die Showtänze von Mozzi Mabuse und ihrem Tanzpartner Evgeny Wozniok sein. Cha-cha-cha, Rumba, Paso Doble. Die beiden bringen jede Menge lateinamerikanisches Feuer in die Halle. Zum Tanzen da ist Joachim Lambi. Vor allem als eher strenger Juror in der RTL-Show Let's Dance bekannt, führt er als Moderator durch den Abend. Nein, als Jurors Auge hat man eigentlich gar nicht dabei. Man möchte eine schöne Veranstaltung haben, man möchte ein gutes Publikum haben, die sollen ihren Spaß haben, leckeres Essen, gute Kapelle, das haben wir heute Abend alles. Also von der Seite kann nicht so viel schief gehen. Schiefgegangen ist zum Glück nichts. Keine Verletzungen beim Tanzen und auch die Organisation hat gestimmt. Hinter der Veranstaltung stehen nämlich nicht nur 3 Tage Aufbau, sondern auch mehrere Monate Planung. Wir haben uns gedacht, wir müssen unserer Stadt mal was ganz Tolles bieten. Und da wir solche Sachen gerne machen, haben wir uns überlegt, was kann man machen? Und dann fiel uns einfach der Neujahrsball ein, weil wir waren hier schon auf einigen Bällen. Und da haben wir gesagt, es war ganz schön, war toll, hat uns Spaß gemacht. Aber wir wollten halt was ganz Besonderes noch nach Selb holen und deswegen haben wir es gemacht und freuen uns wahnsinnig, dass heute der Tag ist. Ein paar mehr Gäste wären zwar auch für die Veranstalter wünschenswert gewesen, ansonsten hat der Abend aber den Namen Neujahrsball voll verdient. Roter Teppich, Kellner auf Stelzen und natürlich prominenter Besuch. Ein bisschen Glanz und Glamour mitten in Selb. In dieser Woche sind wieder jede Menge neue Filme angelaufen bei uns in den bayerischen Kinos. Unter anderem The Imitation Game, nominiert für 8 Oscars. Die Geschichte eines genialen Tüftlers und Vordenkers, eines Visionärs und zugleich traurigen Helden. Außerdem Mordecai, Johnny Depp als Teilzeit-Gauner und Baymax, ein sanfter Riesenroboter zum Kuscheln. Film ab. Was hast du? Akkuschwamm. Bist du das, Schätzchen? Wir sind aus einem Fenster gesprungen. Was war das? Wir sind aus einem Fenster gesprungen. Baymax, riesiges Robo-Waboho, ist die Geschichte des kleinen Erfinders Hiro und eines sehr skurrilen Roboters. Nach dem Riesenerfolg von Wall-E schickt Disney mit Baymax den nächsten herzerwärmenden Roboter auf ein großes Animationsabenteuer. Wozu braucht man diesen Roboter eigentlich, wenn es gefährlich wird auf dieser Erde? Das wird sich im Laufe des Films herausstellen, weil nicht nur Hiro muss über sich hinauswachsen, sondern auch
Baymax. Wir müssen ihn in die Finger kriegen. Wenn wir den Typen schnappen wollen, brauchst du ein paar Upgrades. Wenn ein naiv liebenswerter Gummiroboter zum Helden aufgerüstet wird, bietet das viel Spielraum für Slapstick und actiongeladene Comedy. Das macht Baymax zu einem typischen Disney-Family-Film, bei dem jeder irgendwann eine Träne verdrückt, ob vor Rührung oder Lachen. Balalalalala. Mordecai. Mordecai. Charlie Mordecai. Absoluter Vollidiot. Ah! Oh, ich glaube, ich habe Jock erschossen. Ausgezeichneter Schuss, Sir. Sanitäter! Es ist eine Paraderolle für Johnny Depp. Der exaltierte und ausgebrannte Kunsthändler Mordecai hat wenig bis gar keine Talente, aber ein überaus gepflegtes Erscheinungsbild. Ausgerechnet er soll ein gestohlenes Gemälde wiederfinden. Doch sein Handlanger und er haben einen ausgeklügelten Plan. Wir schnappen das Gemälde, wenn keiner guckt. Genial! Ein bisschen rosaroter Panther, ein wenig Johnny English und eine Prise Captain Jack Sparrow. Mordecai erfindet die Trickbetrüger-Komödie nicht neu, aber wenn man Johnny Depp an Bord hat, kann wirklich wenig schiefgehen. Das also ist die Enigma. Die Details zu jedem Überraschungsangriff, zu jedem geheimen Konvoi und zu jedem U-Boot im verdammten Atlantik gehen in dieses Ding rein. Und heraus kommt Kauderwelsch. Sie ist wunderschön. Benedict Cumberbatch einmal mehr als genialer Sonderling. In der Rolle des britischen Mathematikers Alan Turing soll er den legendären Enigma-Code der deutschen Wehrmacht knacken. The Imitation Game basiert auf einer wahren Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Alan Turing half, die Nazis zu besiegen und den Krieg zu beenden. So rettete er Millionen Menschenleben. Er war ein beeindruckender Mann und unbekannter Held. Ich war absolut fasziniert von diesem Stoff und wollte helfen, die Geschichte so gut wie möglich zu erzählen. The Imitation Game ist eine spannende Mischung aus emotionalem Drama, mitreißendem Thriller und authentischem Biopic. Mit seinen 8 Nominierungen präsentiert sich hier ein heißer Kandidat für die diesjährigen Oscars. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Die Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie zur langanhaltenden und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen. Auch geeignet für Patienten mit gleichzeitigen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Bluthochdruck. Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Kohlensäure-Mineralheilwassers in unserer Heilwasser-Badelandschaft. Genießen, entspannen und wohlfühlen. Ihr Sibyllenbad in Neu-Albenreuth. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen, dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn es drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft die schönsten Skitouren im Sellrheintal. Für unterwegs 16 Tourenkarten zum Mitnehmen. Dazu der große Stirnlampentest. Jetzt im neuen Alpin. Kaufe ich. Man sollte es nicht für möglich halten, wer heutzutage so alles ins Haus kommt. Ja, auch Leute, die Ihnen helfen, Ihre perfekte Küche zu planen. Die Profis von Küchenquelle planen und beraten gleich bei Ihnen. Warum also durch 1000 Küchenstudios laufen? Die perfekte Küche gibt's doch bei Ihnen zu Hause. Besser zu Hause gekauft. Küchenquelle. Schlupfloch, die Vorratsdatenspeicherung soll nun doch kommen. Frauenquote, wie niedrig ist tatsächlich die Beschäftigungsquote von Frauen in Niederbayern? Und das Freihandelsabkommen TTIP und welche Probleme es für einheimische Bauern birgt.
Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung hat Passau die niedrigste Frauenbeschäftigungsquote aller kreisfreien Städte in Bayern. Warum das nicht ungewöhnlich ist für die Drei-Flüsse-Stadt, hat uns ein Arbeitsmarktexperte mal genauer erklärt. Tatsächlich ist der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen an der arbeitsfähigen Wohnbevölkerung in Passau vergleichsweise niedrig. Laut der Zahlen der Agentur für Arbeit lag die Frauenbeschäftigungsquote 2013 bei rund 45%. Für Passau nicht ungewöhnlich. Zum einen haben wir in dieser vergleichsweise kleinen Stadt Passau eine Universität mit über 12.000 Studierenden, die zu einem großen Teil ihren Hauptwohnsitz in Passau haben, somit mit zur Wohnbevölkerung zählen, aber nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Das verzerrt natürlich das Bild insgesamt der Beschäftigtenquote. Darüber hinaus haben wir in Passau recht viele öffentliche Arbeitgeber, also auch viele im Beamtenstatus, die hier ebenfalls nicht mit hineinzählen und die Quote verändern. Man muss das also insgesamt sehen. Wir haben auch von der Wirtschaftsstruktur gerade in der Stadt Passau viele im Hotel- und Gaststättengewerbe Beschäftigte, aber auch im Handel Beschäftigte und hier wiederum viele, die ausschließlich auf der Basis geringfügiger Beschäftigung tätig sind. Auch das verzerrt natürlich das Bild der Beschäftigung. Diese Ursachen wirken sich auch auf die Männerbeschäftigungsquote aus. Laut den Zahlen der Agentur für Arbeit lag sie 2013 mit 50% auch deutlich unter dem bayerischen und dem deutschen Durchschnitt. Insgesamt hätte der Agenturbezirk der Agentur für Arbeit Passau derzeit den besten Arbeitsmarkt überhaupt. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie nie, so Geschäftsführer Dr. Klaus Stein. Hebdo und die Folgen. Auch die CSU beschäftigt sich im verschneiten Kreuz mit einer Ausweitung der Abwehrmaßnahmen. Diskutiert wurde ein Verbot der Sympathiewerbung auf öffentlichen Plätzen und im Web, aber eben auch erneut die Forderung nach Vorratsdatenspeicherung. Nein, es geht nicht um das Abhören privater Telefongespräche, wie es die NSA schamlos und rechtslos hierzulande praktiziert. Bayerns Justizminister fordert die Speicherung der Verbindungsdaten. Wer, mit wem und wann? Doch damit sei, so die Kritiker in Berlin und Brüssel, noch kein Terroranschlag verhindert worden. In Bayern sieht man dennoch gute Chancen. Es geht darum, dass wir unseren Polizisten, unseren Staatsanwältinnen und Staatsanwälten die notwendigen Mittel in die Hand geben, um auf Terrorgefahren zu reagieren. Dazu gehört die Verbindungsdatenspeicherung, ist aber nicht das einzige Mittel. Doch die Terrorakte im Westen seien ausnahmslos von bereits ausgespähten, amtsbekannten Tätern verübt worden. Ein noch mehr an Daten würde das Herausfiltern wichtiger Infos sogar erschweren. Es ist einfach Augenwischerei und es ist fast eine Zumutung, wenn die Opposition jetzt argumentiert, die Franzosen hätten ja eine Verbindungsdatenspeicherung, das hätte das Attentat nicht verhindert. Das ist Augenwischerei. Denn letztlich haben natürlich diese Maßnahmen nicht die Attentate verhindern können, aber es fällt den Franzosen wesentlich leichter, jetzt ein Kommunikationsnetz aufzuklären und damit weitere Straftaten zu verhindern. Die private Kommunikation ist ein hohes Gut. Doch in der Konferenz der Länderjustizminister sucht man nach Wegen, um die Datenspeicherung wieder verfassungsfest zu machen. Es geht nicht darum, dass Kommunikationsinhalte gespeichert werden. Es geht nicht darum, dass irgendwelche E-Mails gespeichert werden von den Inhalten her. Sondern es geht lediglich darum, dass unter engen Voraussetzungen Entscheidung eines Richters, vielleicht eine Vorschaltung einer Behördenleiterentscheidung, dass für die Aufklärung von schwersten Verbrechen und damit auch für die Verhinderung schwerster Verbrechen die Möglichkeit besteht, für einen begrenzten Zeitraum Kommunikationsverbindungswege nachzuzeichnen. Der Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, dagegen sieht ein hohes Missbrauchsrisiko und bezweifelt, dass die Verbrechensbekämpfung diese Eingriffe aufwiegen kann. Eine europäische Kulturhauptstadt an der bayerisch-böhmischen Grenze und ein China-Zentrum in Ingolstadt. Mehr zu diesen Themen und weiteren Nachrichten aus Bayern jetzt im Überblick. Kein Ende in Sicht. Der Streit um die Lärmproblematik in der Fürther Gustavstraße geht weiter. Ein Kompromiss, der in einem Mediationsverfahren in München ausgearbeitet wurde, ist jetzt gescheitert. Überraschend haben die klagenden Anwohner den Lösungsvorschlag abgelehnt, da er ihnen nicht ausreichen würde. Der Ansatz hatte kürzere Ausschankzeiten und eine geringere Außenbestuhlung vorgesehen. Dafür hätten sich die Kläger mit Sonderveranstaltungen wie dem Weinfest einverstanden erklären müssen. Die Stadt Fürth berät jetzt, wie es weitergeht. Seit Jahren klagt eine Gruppe von Anwohnern in der Kneipenmeile Gustavstraße über den Lärm.
Trotz aller Befürchtungen, der Export bleibt weiterhin Motor der heimischen Wirtschaft. Vor allem der chinesische Markt ist in allen maßgeblichen Sparten heiß begehrt. Deshalb geht Ingolstadt in die Offensive und stellt die Weichen zum ersten und einzigen China-Zentrum in Bayern. Alle Fäden laufen im Existenzgründerzentrum zusammen, denn die Ansiedlung ist Kern der Ingolstädter China-Strategie. Kompetenz und Erfahrung sollen ein ideales Umfeld für die chinesischen Gäste bilden und zugleich durch alltägliche Betreuung kulturell bedingten Missverständnissen vorbeugen. Buntes Treiben in Pilsen. In der europäischen Kulturhauptstadt ist letztes Wochenende große Eröffnung gefeiert worden. Mit Straßenumzügen, Musik, Akrobatik und Tanzeinlagen wurde Pilsen 2015 gebührend eingeläutet. Die Fassaden um den Platz der Republik wurden als Leinwände genutzt, worauf ein eindrucksvolles Videomapping projiziert wurde. Rund 15.000 Besucher waren zur Eröffnungszeremonie gekommen. Die Spargelbauern in Abensberg sind in großer Aufruhr, denn das Freihandelsabkommen TTIP bereitet ihnen Sorgen. Denn mit TTIP würde auch der Schutz für manche Produkte wegfallen. Noch ist der Ursprung des Abensberger Spargel geografisch geschützt. Allerdings könnte sich das mit TTIP sehr, sehr schnell ändern. TTIP. Ein kleines Wort, nur 4 Buchstaben, die Sorge davor aber umso größer. Es wäre natürlich so, dass viele Produkte einfach mit einem Titel versehen werden, der nicht identisch ist mit der Produktion oder mit der Herkunft. Abensberger Qualitätsspargel, hergestellt in den USA, wäre in Zukunft vorstellbar. Mit fatalen Folgen für die heimischen Spargelbauern. Super GAU wäre, wenn die ganzen Sachen, wo wir die letzten Jahre aufgebaut haben, ist für Katz sein. Unser Standbein im Betrieb ist ja der Spargel. Und es scheint jetzt schon fix. TTIP wird kommen. Leere Felder, abgedeckt mit Planen. Momentan ist es ruhig rund um die Spargelfelder bei Abensberg. Auf den Höfen herrscht aber Hochbetrieb, auch auf dem von Stefan Blümel. Es wird geplant für die neue Saison. Aber im Hinterkopf hat er noch einen anderen Gedanken, das Freihandelsabkommen TTIP. Mich persönlich beschäftigt schon ein bisschen, allerdings mehr in Bezug auf dem, was uns auf uns zukommt die nächsten Jahre, sei es qualitativ, Verbraucherschutz, Label, die wir jahrelang jetzt aufgebaut haben, zum Verbraucherschutz, zur Qualitätserhaltung, ob die jetzt da einfach ins Wasser reingeworfen werden, kann man eigentlich sagen, oder ob das jetzt irgendwie einen Bestandsschutz kriegt. Nochmal zur Erklärung. Mit TTIP soll der internationale Markt verbreitert werden. Die USA und die EU sollen sich immer weiter annähern. Für Deutschland als Exportnation sei das transatlantische Freihandelsabkommen unabdingbar, sagt Martin Neumeier. In seiner Doppelfunktion als Politiker und Vorsitzender der Spargelerzeugergemeinschaft Abensberg sagt er Ja zu TTIP. Aber unter diesen Bedingungen, dass man nicht am Altar der Vereinbarung wirklich wichtige Dinge für den Verbraucher und für den Hersteller und für den Produzenten opfert. Und das wäre eigentlich fatal. Das wäre zum Beispiel am Preis was, das wäre an der Art was. Und es würde dann insgesamt wahrscheinlich, ist nur hypothetisch, insgesamt würde das Produkt dann verlieren. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre wirklich der verbraucherfeindlichste Weg. In der Zwischenzeit sind wir auf dem Spargelhof von Wolfgang Kügel in Sandhallanden angekommen. Ihm geistert das Thema genauso durch den Kopf. Zumal regionale Produkte in der Bevölkerung in den vergangenen Jahren großes Vertrauen und an Beliebtheit gewonnen haben. Das würde mit diesem Abkommen wieder weit zurückgeworfen werden. Zur Erinnerung, jeder kann dann seinen Spargel als Abensberger Qualitätsspargel deklarieren. Im Gespräch mit Wolfgang Kügel kommen wir aber zu einem noch viel größeren Problem für die Spargelbauern. Also man muss jetzt beim Mindestlohn auf jeden Fall berücksichtigen, dass wir jetzt faire Preise brauchen. Wir können nicht mehr zu den Preisen jetzt produzieren, wie wir zum Beispiel letztes Jahr produziert haben. Seit heuer gibt es ihn, ein Dämpfer. Preiserhöhungen für den Spargel sind noch nicht abzusehen, sie werden aber früher oder später kommen. Ein Übel jagt bei den Spargelbauern derzeit das nächste. Denn auch das Freihandelsabkommen wird kommen, so Martin Neumeier. Ob Produkte wie der Oberpfälzer Karpfen, das Reuter Zeugel oder der Abensberger Spargel ihren Schutz verlieren, das steht aber noch in den Sternen. Es wäre aber ein großer Verlust, sowohl traditionell als auch kulturell. Es bleibt kalt bei uns in Bayern. Sonne ist eher Mangelware in den nächsten Tagen, aber dafür kriegen wir in weiten Teilen des Freistaats Schnee. Das Wetter.
In der Nacht überquert uns von West nach Ost ein Schneefallgebiet. Der Wind frischt auf und vereinzelt kann auch gefrierender Nieselregen unter dem Schnee sein. In der zweiten Nachthälfte ziehen sich die Schneefälle einerseits ins Alpenvorland, andererseits in den Bayerischen Wald und in den Oberpfälzer Wald zurück und lassen sonst wieder nach, und gegen Morgen lockern die Wolken dann im westlichen Franken auf. Verbreitet kommt es zu Glättegefahr durch Schneematsch, Schnee, überfrierende Nässe und in freien Lagen, gerade in höheren Lagen, drohen auch Schneeverwehungen. Die Tiefstwerte erreichen morgen früh -1 bis -5 Grad, aber durch den Wind fühlt sich das Ganze deutlich kälter an. Viele Wolken und unangenehmer Wind, den schauen wir uns gleich an, begleiten uns auch durch den Sonntag. Besonders in Oberfranken und anfangs im südlichen Mittelfranken fällt noch ein bisschen Schnee. Sonst lockern die Wolken gerade am Main mal vereinzelt ein bisschen auf. Kaum 0 Grad sind es in Hof. In Hochfranken allgemein Temperaturen von -2 Grad. Am Untermain sind örtlich bis zu +3 Grad drin. Aber durch den Wind fühlt sich das Ganze eben kälter an. Er kommt aus westlichen Richtungen, der Stärke 2 bis 3 im Mittel daher. In der Oberpfalz und in Niederbayern ist es ebenfalls bewölkt oder trüb. Immer wieder fällt Schnee, besonders im Steinwald, im Oberpfälzer Wald und im Bayerischen Wald. Sonst ist es auch mal längere Zeit trocken. Die Sonne zeigt sich kaum und es weht auch hier eben dieser kalte Wind übers Land, der Stärke 2 bis 3 im Mittel. Recht winterlich gestalten sich Schwaben, Allgäu und Oberbayern. Hier stauen sich die Wolken an den Alpen. Und besonders südlich an der Linie Kempten-Rosenheim fällt immer wieder Schnee. Am meisten schneit es am westlichen Alpenrand, etwa westlich des Tegernseer Tales. Hier kommen gut und gerne auch tagsüber noch mal 10 cm Schnee dazu. In der Münchner Ebene und Richtung Donau schneit es weniger. Hier werden die Temperaturen auf knapp über 0 Grad gelupft. Sonst bleibt es frostig und eben auch windig. Wobei direkt am Alpenrand ist der Wind schwächer. Die kommenden Tage bleiben sehr wechselhaft. Am Montag gibt es eine Verschnaufpause. Ab Dienstag fällt immer wieder Schnee, vorübergehend in den Niederungen auch mal Regen. Und bis zum Wochenende geht es so weiter. Die Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie zur langanhaltenden und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen. Auch geeignet für Patienten mit gleichzeitigen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Bluthochdruck. Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Kohlensäure-Mineralheilwassers in unserer Heilwasser-Badelandschaft. Genießen, entspannen und wohlfühlen. Ihr Sibyllenbad in Neu-Albenreuth. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen, dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wie es in Davensdorf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft die schönsten Skitouren im Sellrheintal. Für unterwegs 16 Tourenkarten zum Mitnehmen. Dazu der große Stirnlampentest. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich! Man sollte es nicht für möglich halten, wer heutzutage so alles ins Haus kommt. Ja, auch Leute, die Ihnen helfen, Ihre perfekte Küche zu planen. Die Profis von Küchenquelle planen und beraten gleich bei Ihnen. Warum also durch 1000 Küchenstudios laufen? Die perfekte Küche gibt's doch bei Ihnen zu Hause. Besser zu Hause gekauft. Küchenquelle. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live, ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. In Bayern gibt es immer mehr Wildschweine. Die Sauen richten nicht nur in der Landwirtschaft enormen Schaden an. Oft sind sie auch in schwere Unfälle verwickelt. Und wenn ein Wildschwein angefahren wird und davonläuft, muss es gesucht und erlegt werden. Für diese Nachsuche sind Jagdhunde im Einsatz. Und damit diese Jagdhunde bestmöglich vorbereitet sind, hat sich ein Hundetrainer aus dem Allgäu was ganz Besonderes ausgedacht. Er bildet ein Fährtenschwein aus. Gestatten,
Lady D. 16 Wochen ist die Frischlingsdame alt. Benannt wurde sie nach Diana, der Göttin der Jagd. Lady lebt im Wald bei Untereck, zu Hause bei Wieland Schumacher. Hier in ihrem kleinen Gehege hat die junge Dame alles, was sie zum Leben braucht. Der Jäger und Hundeausbilder hat den Frischling gefunden und bei sich aufgenommen. Ja, also die Lady, die kommt aus dem Raum Augsburg. Da wurde die Mutter wurde überfahren. Und sie war, also insgesamt hatte sie noch 6 Geschwister quasi. Wir haben die alle dann mit den Hunden eingefangen. Und die anderen 5 sind jetzt in einem Naturpark im Altmühltal. Und sie ist jetzt eben hier. Ja, und genießt eine hoffentlich gute Ausbildung. Und Wieland Schumacher hat Großes mit Lady vor. Sie soll als Fährtenschwein bei der Ausbildung von Jagdhunden helfen. Denn die müssen nach einem Wildunfall oft das verwundete Tier suchen. Und das muss natürlich trainiert werden. Im Moment gewöhnt sich Lady noch an Wieland Schumacher. Doch schon bald soll sie mit ihm im Wald spazieren gehen und dort, als Übung für die Hunde, eine Spur hinterlassen. Und ihre Aufgabe ist eben später, für die Jagdhunde eine natürliche Fährte zu legen. Ja, wobei man auch sagen muss, es ist also nicht so, um da Missverständnisse zu vermeiden, dass die Hunde an dem lebenden Schwein ausgebildet werden. Also die Hunde kommen circa 6 bis 7 Stunden später, wie wir es in der Realität auch oft haben, und müssen dann in der Lage sein, ihre Fährte zu arbeiten. Um eine solche Übung durchzuführen, sind bisher aufwendige Vorbereitungen nötig. Hundetrainer Robert Hartmann muss erst eine künstliche Fährte legen. Dafür verwendet er den sogenannten Fährtenschuh. Als erstes werden die Hinter- oder Vorderläufe eines Schwarzwildes eingespannt. Anschließend muss Hartmann durch das Gelände gehen, um Abdrücke und eine Geruchsspur zu hinterlassen. Außerdem wird künstlicher Schweiß verteilt. Erst dann kann der Hund auf die Fährte losgelassen werden und sie verfolgen. Deshalb erhofft sich Robert Hartmann durch Lady eine Erleichterung bei diesem Hundetraining. Ich denke, ein Schweißhund braucht einfach den Schwarzwildgeruch. Und wir können ja auch bei der Ausbildung nicht jedes Mal ein Schwarzwild schießen, beziehungsweise haben wir nicht zur Verfügung. Und also ich finde es eine Top-Sache, dass wir das jetzt haben, und wird eine ganz gute Sache. Welche Aufgaben auf Lady zukommen, davon ahnt die Frischlingsdame noch nichts. Als nächsten Schritt soll sie an das Ein- und Aussteigen in die Transportbox gewöhnt werden. Doch vorerst genießt sie ihr Leben mit der ein oder anderen Streicheleinheit von Wieland Schumacher und fühlt sich einfach sauwohl. Ski-Alpin, Biathlon, Skispringen, der Fokus der Sportinteressierten unter Ihnen, der liegt momentan wohl eher auf dem Wintersport. Aber trotzdem wollen wir Ihnen an dieser Stelle immer wieder mal Sportarten vorstellen, die eben nicht unbedingt im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Dabei gibt es nämlich gerade dort immer wieder die schönsten Geschichten und vor allem auch Projekte, so wie in unserer heutigen Sportreportage. Beim USC München Rollstuhlsport ist sozusagen der Bär los. Das liegt zum einen natürlich an der Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga Süd um Punkte und Körbe kämpft. Entscheidenden Anteil an der hervorragenden Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren haben aber besonders die Verantwortlichen um den ersten Vorsitzenden Wolfgang Schäfer, die jedes Heimspiel zu einem Riesen-Event machen. Ja, es rührt sich was. Also ist natürlich unser Hauptevent, wie man so schön im Neudeutsch sagt, ist natürlich das Rollstuhlbasketballspiel, zweite Bundesliga. Aber wir haben unsere Heimspiele, veranstalten wir als inklusive Sportevent, wo wir also alles Mögliche und drumherum auch noch veranstalten. Man kann einen Rollstuhlführerschein machen, muss also da 10 verschiedene Übungen machen, dann kriegt man richtig einen Führerschein. Wir machen eine Basketball-Challenge, wo man Freiwurf und von der Mittellinie werfen kann, wo man einen Haufen Geld gewinnen kann. Wir haben einen Miss-USC-Wettbewerb und, also es tut sich einiges.
Und wenn nicht gerade die schönste Frau des Vereins gekürt wird, dann sind genügend andere Sachen geboten. Seit Januar 2014 veranstaltet der USC die Events auf diese spezielle Art und Weise und findet damit riesen Anklang. Rund 200 Zuschauer versammeln sich regelmäßig in der Sporthalle an der Säbener Straße. Bei dem sportlichen Überangebot in der Landeshauptstadt eine beachtliche Zahl. Wir sind alle von diesem Sport so begeistert und wollten einfach für die Sportler auch, ist es viel schöner, in so einer Kulisse zu spielen. Und das war unser Ziel, mehr Leute in die Halle zu kriegen, weil es einfach ein toller Sport ist. Deutscher Basketball ist einfach eine Randsportart, die einfach noch nicht so im Fokus steht. Und die Leute kommen wahrscheinlich nicht nur allein wegen dem Basketball, sondern wir haben halt überlegt, wie machen wir das attraktiver. Und haben gesagt, wir veranstalten unsere Heimspiele als richtige Events, wo also drumherum auch noch was ist. Also alles wunderbar. Und dann sagen die Leute, okay, gefällt mir, komme ich nächstes Mal wieder her. Für die Mannschaft um den querschnittsgelähmten Kapitän Ben Döring bedeutet das natürlich extra Motivation. Und diese Unterstützung scheint sich auch auf die Leistung auszuwirken. Nach 8 Spielen führt man nämlich die Tabelle der 2. Bundesliga Süd ohne Punktverlust an. Also es macht Spaß, vor allem, ich kenne es ja auch anders, dass man in Hallen aufgetreten ist, wo, wenn man Glück hatte, 20, 30 Leute da sind. Hier wird jetzt wirklich ein richtig schönes Programm abgezogen. Die Zuschauer natürlich, was immer Spaß macht, wenn die mit anfeuern, mit Gas geben. Es ist, wir haben professionellen Sport, genauso wie Fußball, Basketball, Handball, was es alles gibt, was man vielleicht einmal ein bisschen unterschätzt, aber denen ist trotzdem sehr sehenswert und wirklich attraktiv. Trotzdem tauchen bei diesem Sport natürlich viele Fragen auf, denn was viele nicht wissen, hier dürfen auch Fußgänger mitspielen. Also im ersten Moment schauen die Leute immer, da kommt ja einer, der hat jetzt den Rollstuhl selber in die Halle reingeschoben und ist gelaufen und fragen mich dann immer so. Sag ich, das ist auch ganz klar. Das ist eine inklusive Sportart, das heißt, der Rollstuhl dient wie ein Sportgerät. Dann kommt natürlich sofort die nächste Frage, aber das ist ja ungerecht, weil der andere hat ja eine Behinderung oder sowas. Und dafür gibt es dieses Punktesystem, gibt es eine funktionelle Klassifizierung, dass jedem Sportler, je nachdem sein Handicap, wie groß das ist, ein Punktwert zwischen 1 bis 4,5 Punkte zugeordnet wird. 4,5 Punkte ist ein Fußgänger, dem nichts fällt, der also im Rollstuhl so sitzt. Und ein Punkt ist ein Hochgelähmter. Und die 5 Leute einer Mannschaft am Feld dürfen nicht mehr wie 14,5 Punkte haben. Und so gleicht sich das aus. Wie schwierig allerdings die Bewegung mit dem Rollstuhl für einen Nichtbehinderten ist, das können die Besucher beispielsweise beim Rollstuhlführerschein selbst austesten. Wir wollen die Leute einfach den Rollstuhl, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlsport näher bringen. Eben durch solche Sachen wie Rollstuhlführerschein oder wie ein Tryout, dass man sich mal selber in den Rollstuhl setzen kann, selber mal ausprobieren. Eben durch solche Sachen, dass man Barrieren abbaut, dass man sagt, hoppala, Mensch, das ist ja eine super Sache. Verstecken will man sich beim USC München also nur in Ausnahmefällen. Viel mehr betreibt der Verein mit seinen inklusiven Sportevents professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Neben Inklusion wird aber auch Integration ganz groß geschrieben, denn das Team des USC ist eine richtige Multikulti-Truppe. Ja, wir haben jetzt auch viele Spieler aus dem Ausland, die sagen, sie kommen nach München, weil Basketball macht dann so viel Spaß. Und wir haben jetzt einen Schotten dabei, wir haben einen Australier dabei, wir haben einen Bosnier bei uns in der Mannschaft. Also wir sind da zum Thema auch wieder ganz bunt unterwegs. Und der Erfolg gibt den Verantwortlichen recht. Nicht nur bei den Zuschauerzahlen ist der USC einsame Spitze. Auch die Sabres aus Ulm sind bei unserem Besuch mit der Kamera chancenlos. 81-44 heißt es am Ende für die Gastgeber. Deutschlands erfolgreichster Rollstuhl-Basketballverein ist also auf dem besten Weg in Richtung Meisterschaft. Und mit der Rückkehr in die erste Liga könnte die große alte Dame des Rollstuhlsports an glorreiche Zeiten anknüpfen. Die Zukunft beim USC München scheint also mehr als gesichert. An dieser Stelle möchten wir von TV Bayern Live ganz herzlich gratulieren. Alois Glück feiert heute seinen 75. Geburtstag. Glück ist Herzblutpolitiker und Präsident des Zentralrats der Deutschen Katholiken. Ein Mann also, der sich sowohl in der Politik als auch in der Kirche bestens auskennt. Die Kollegen aus der Kirchenredaktion haben mit ihm gesprochen über den Anschlag auf Charlie Hebdo, über Pegida, über Papst Franziskus und seine Haltung zur Sterbehilfe. Mehr dazu jetzt bei uns. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle von Ihnen, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Samstag wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Servus. Zeit vom
bis zu 15 Minuten. Ein Mann der klaren Worte, das ist Alois Glück. Ob Bayerischer Landtag oder Katholikentag, Atomausstieg oder sexueller Missbrauch in der Kirche. Der gebürtige Oberbayer sagt, was er denkt, auch wenn es unbequem ist. Gleich zweimal wurde er zum Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gewählt. Die Stimme der Laien in der katholischen Kirche. Er war Präsident des zweiten ökumenischen Kirchentags in München und gestaltete die Katholikentage in Mannheim und Regensburg mit. Alois Glück wurde oft geehrt und verlieh selbst Preise, wie zuletzt den katholischen Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken. Nun also wird er 75 Jahre alt. Zeit für ein Gespräch. Herr Glück, wir sind hier in Maria Eck, ein Marienwallfahrtsort im Chiemgau, ganz in Ihrer Nähe, in der Heimatnähe. Als wir das Treffen hier ausgemacht haben, habe ich den Ort vorgeschlagen und Sie haben gesagt, ja, das ist ein guter Ort. Warum denn? Auch in mehrfacher Beziehung. Das geht einmal los, es ist irgendwo ein bedeutender geistlicher Ort hier, auch aus der Geschichte heraus. Ein Ort, den damals in der Aufklärung und in der Säkularisation, genauer gesagt, die Einheimischen zum Beispiel verteidigt haben gegen den Anspruch, dass hier alles abgerissen wird. Das ist ein schöner Ort, auch landschaftlich, was den Ausblick betrifft. Und ich komme halt immer wieder mal hierher. Sie sind ja hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Da sind wir nicht weit weg, haben wir vorher gerade festgestellt. Wie wichtig ist Erna denn Heimat? Ja, ich bin schon ein heimatverbundener Mensch. Ja, in der Weise, dass das ist halt der Raum, wo ich zu Hause bin. Auch geprägt natürlich aus diesem Raum heraus. Ich habe hier gewissermaßen meine sozialen Beziehungen und ich war da in vieler Beziehung jetzt in meiner politischen Aufgabenstellung dann als Abgeordneter für diesen Lebensraum auch so gesehen immer ein Stück Aufgabe, die Weiterentwicklung zum Beispiel von solchem Lebensraum. Was viele nicht wissen, Sie sind gelernter Landwirt, haben aber schon relativ früh, Ihr Vater ist im Krieg gefallen, mit 17 Jahren den Hof übernehmen müssen. Sie sind aber, wie wir jetzt alle wissen, nicht Landwirt geblieben. Warum? Ja, ich bin durch die katholische Landjugend, zunächst einmal allgemein über die katholische Jugend, übliche Laufbahn, Ministrant und so weiter, mit der katholischen Jugend in Berührung gekommen, dann immer mehr mit der katholischen Landjugend. Das hat mich immer stärker geprägt. Und dann kam die Anfrage und das Angebot aus München, ob ich denn nicht bereit wäre und interessiert wäre, die Aufgabe des Landessekretärs der katholischen Landjugend zu übernehmen. Und das hat mich einfach dann schon sehr fasziniert. Die ganze Arbeit in der Landjugend, das war damals der Beginn großer Umbruchzeiten im ländlichen Raum. Wie ich die Landwirtschaft gelernt habe, war gerade der Beginn der Mechanisierung. Ich bin dann mit den Pferden gefahren und habe die Erinnerung, wann der erste Mähdrescher in der Gegend war und so weiter. Und es war ein massiver Umbruch im ländlichen Raum und wir als Landjugend waren da ganz stark engagiert. Wir haben gekämpft für eine andere Agrarpolitik, wir haben gekämpft für Arbeitsplätze aufs Land, Ärzte aufs Land, all diese Dinge. Ja, und irgendwo war ich dann in meinem Element. Und das sind Sie ja bis heute dann. Sie haben da politisch die Laufbahn natürlich begonnen und gleichzeitig, oder der Einstieg kam ja dann auch, der Beginn Ihrer Zeit beim Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland, 83, glaube ich, war das? Ja, etwas später. Ich meine, zu dem Zentralkomitee kam ich aber nach der Jugendarbeit eigentlich im kirchlichen Engagement mich mehr zurückgezogen. Und dann kam 1984 der Katholikentag in München. Und damals kam dann der damalige ZDK-Präsident und bayerische Kultusminister Hans Mayr zu mir in der Fraktion und hat gesagt, wir bräuchten einen neuen Vorsitzenden für den Trägerverein für den Katholikentag. Und das war meine erste Berührung wieder mit diesem Bereich und damit dann auch mit dem Zentralkomitee. Und von dort weg bin ich dann immer Mitglied im Zentralkomitee dann als frei gewählte Persönlichkeit gewesen in der Vollversammlung. Aber das war so gewissermaßen die Entwicklungslinie in dem Bereich. Und das hat mich damals dann schon mit stark geprägt, gerade auch dieses Leitwort, das von Pater Delp stammte, dem Leben trauen, weil Gott es mit dir lebt. Und das waren die Entwicklungslinien.
Und aus der Landjugendarbeit heraus mit diesen Erfahrungen kam ich eben dann in die Politik, weil wir schon sehr politiknah, mitten in der Politik eigentlich als Landjugend schon mitgemischt haben. Jetzt sind Sie ja nicht nur irgendwie Mitglied sondern im Zentralkomitee, sondern in der zweiten Amtszeit schon Präsident vom ZDK. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was gibt es denn so Highlights jetzt, wo Sie sagen, ja, das hat mich besonders berührt in der Zeit jetzt als Präsident? Ja, das gibt es in positiver und in negativer Weise. Ich bin im Oktober 2009 gewählt worden. Und damals war eine gewisse Krisensituation auch in der Beziehung zwischen Zentralkomitee und Bischofskonferenz. Und dann kam im Januar 2010 die ganze Lawine der Erkenntnisse der bitteren Realitäten sexueller Missbrauch in der Kirche. Und das war eine tiefe Erschütterung für die katholische Kirche in Deutschland. Ich habe dann damals einen Medienansturm erlebt, wie selbst in den, ja, selbst nie bei politischen Aufregungen in München als Fraktionsvorsitzender, weil es innerkirchlich ganz wenig Gesprächspartner gab. Man hat sich ängstlich zurückgezogen. Gleichzeitig im Rückblick betrachtet war diese tiefe Krise, die eine tiefe Erschütterung wurde, der Auslöser für positive Entwicklungen, weil sich dann eigentlich alle sagen mussten, weiter so funktioniert nicht mehr. Auch diejenigen, die sonst mehr ängstlich beharrend keinerlei Veränderungen wollten. Vor knapp zwei Jahren, hat, glaube ich, die Wahl von Kardinal Bergoglio die Welt so ziemlich berührt und auch überrascht, Papst Franziskus. Da gab es dann wahnsinnig viele Hoffnungen und Wünsche und ja jetzt ganz anders und ganz neu und überhaupt. Was ist denn so Ihre persönliche Bilanz jetzt, wenn Sie auf die zwei Jahre zurückschauen von Papst Franziskus? Papst Franziskus ist ein Stück Revolution in der Kirche. Und es ist klar, dass das zunächst zur Verunsicherung führt, zu Spannungen führt. Er ist ganz anders geprägt in seinem Lebensweg, wie jemand, der so aus dem traditionellen innerkirchlichen Laufbahn kommt, in solche Aufgaben und Ämter. Das ist wichtig für die Kirche, die Horizonterweiterung dieser Papst, diese Herausforderung. Weil der passt nicht in die Schablonen von konservativ und modern oder ähnliches mehr. Der Papst ist ein Eisbrecher für angstfreie Kommunikation in der Kirche. Und das ist jetzt ganz unabhängig von Einzelergebnissen schon einmal so wichtig. Die Kirche wird damit und ist damit im Inneren wieder lebendiger geworden. In Deutschland hat dazu sicher schon beigetragen, der Dialogprozess. Aber jetzt ist es halt schlichtweg so, dass Themen, die früher tabuisiert worden sind, wo Leute eher gleich abgestraft worden sind, wenn sie da was dazu gesagt haben, sei das irgendwo in der Sexualethik oder Zölibat, Pflichtvoraussetzung sein muss fürs Priesteramt und ähnliche Dinge mehr. Tja, wenn der Papst es schon sagt, darüber muss man reden, dann kann nicht mehr einfach was weggebügelt werden. Jetzt war exemplarisch der Verlauf und die Art der Gestaltung der Bischofssynode zum Thema Familie und das wird ja in dem Jahr nochmal eine Synode sein und der Abschluss. Ich habe den Eindruck, Papst Franziskus setzt darauf, dass wenn er die freie Diskussion fördert, wenn, biblisch gesprochen, der Geist wehen kann, wo er will, dass dann, und da glaube ich, hat er grenzenloses Gottvertrauen, dass dann dieser Geist Gottes schon dafür sorgen wird, dass aus diesem neuen Denken heraus, aus der Freiheit des Denkens und der Diskussion, der richtige Weg für die Kirche sich entwickelt. Wenn wir zum aktuellen Ereignis kommen, der Anschlag in Paris jetzt, hat wieder viele Ängste neu hochgekocht. Das Stichwort Islamisierung, Pegida. Ist das jetzt nochmal eine neue Stufe, wo wir sagen müssen, was können wir jetzt tun, was muss die Kirche jetzt tun, was müssen wir Christen jetzt tun? Was ist das Gebot der Stunde in dieser Situation? Das Gebot der Stunde ist zunächst einmal ja auch staatlich gesehen natürlich höchste Wachsamkeit gegen diese radikalen Formen, gegen diese terroristischen Formen, die sie eben auch dann noch auch dazu auf den Islam berufen. Das Gebot der Stunde ist aber für uns auch vor allem keine falsche Verallgemeinerung mit dem Islam. Natürlich ist ein Problem auch für den Islam selbst und für viele Muslime, dass über die Medien diese Religion in erster Linie wahrgenommen wird im Zusammenhang mit Gewalt. Aber 90 und 95 oder noch mehr Prozent der Muslime haben nichts mit Gewalt im Sinn, die bei uns leben, mit denen wir
kannst du selbstverständlich zusammenarbeiten in der Arbeitswelt, einkaufen gehen und viele andere Dinge. Die werden ja selbst von den Radikalen unterdrückt, unter Lebensgefahr oft nur noch leben können in verschiedenen Bereichen. Und diese Differenzierung ist jetzt so wichtig. Wie kann man das schaffen? Was kann man da machen? Erstens, es geht ja schon bei der Sprache, die wir da pflegen. Auch, dass wir natürlich denen widersprechen, die diese Generalisierung ganz bewusst betreiben, aus welchen, sei es aus reiner Angst oder aus politischer Absicht, wie auch Pegida und andere Gruppierungen. Und dass wir die Kräfte im Islam, auch bei uns in Deutschland, stützen, mit ihnen im Gespräch sind, die genau den Islam vertreten, der als Religion friedlich ist, der das Zusammenleben mit uns pflegt, für die die Beachtung der Gesetze und der Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist. Die müssen wir ermutigen und sie dürfen sie nicht entmutigen, indem wir es alle in einen Topf werfen. Anderes Thema, das uns überall auf den Nägeln brennt, wir haben vorher auch schon von Menschen gesprochen, die fliehen aus ihrem Land und zu uns herkommen, täglich hunderte Erstaufnahmeeinrichtungen. Was kann da, muss da die Kirche tun? Man kann natürlich sagen, klar, Aufgabe des Staates auch, logischerweise, aber was muss die Kirche da tun? Ich glaube, wir sind alles Menschen gefordert, diese Flüchtlinge vor bitteren Bedrohungen oder oft völliger Perspektivlosigkeit bei uns gut aufzunehmen. Die Kirche hat jetzt sehr, sehr viel getan, auch das muss man ja durchaus sehen, in der Aufnahme, in der Bereitstellung von Kapazitäten und finanziellen Unterstützungen. Es gibt auch eine Bereitschaft in die Gemeinden hinein, die politischen und die kirchlichen Gemeinden hinein, sich in dieser Frage zu engagieren. Die hätte ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Also es gibt durchaus sehr, sehr viel positive Entwicklungen. Wir sollten nicht nur kritische Entwicklungen wie Pegida oder sonst was sehen. Ja, und das muss man weiterführen. Ein anderes Thema, das Ihnen, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist und ganz nahe liegt, ist das ganze Thema Hospiz, Palliativ. Warum ist Ihnen das so wichtig? Weil es darum geht, dass wir den Menschen in seiner letzten Lebensphase begleiten und helfen, wo immer das möglich ist. Und weil wir heute auch Möglichkeiten der Hilfe haben, etwa im pflegerischen und medizinischen Bereich, die es früher so nicht gab, aber auch ganz neue Situationen auftauchen, weil die moderne Medizin natürlich auch dazu führt, dass wir länger leben, dass zum Teil moderne Medizin eben auch zu einer Lebensverlängerung führt, die im Alter auch ein Problem werden kann, weil familiäre Strukturen auch zum Teil durch die lange Lebenserwartung nicht mehr da sind, in denen diese Menschen begleitet und getragen werden können. Und da müssen wir dafür etwas anbieten. Und wir haben ja gerade eine wichtige Generaldebatte in Deutschland im Zusammenhang mit organisierten Formen der Unterstützung des Suizids, der sogenannte Sterbehilfe. Und es ist nicht damit getan, nur so etwas abzulehnen, sondern da muss man auch eine positive Antwort geben auf die Ängste der Menschen. Das heißt, die heutigen Möglichkeiten von Palliativcare ausschöpfen, sowohl mit ambulanten Diensten, sodass die zu Hause, in die Familie hinein etc. gegeben werden können, und stationären Diensten. Und dafür jetzt die Voraussetzung schaffen, ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben hier vor Ort viel organisiert an Angeboten. Es geht jetzt im Zusammenhang mit den Beratungen in der Bundespolitik um die rechtlichen und finanziellen Bedingungen für diese Dienste morgen und übermorgen, damit sie wirklich für die Menschen zugänglich werden. Und in dem Bereich sind wir als ZDK stark engagiert und bin ja persönlich sehr stark engagiert, auch im politischen Raum, weil ich hier heute Zugänge habe, die viele andere in dem Bereich da sonst nicht haben. Was haben Sie vor Ort jetzt nochmal, was gibt es da speziell bei Ihnen in Ihrer Heimat, was ist da organisiert in dem Bereich? Wir haben hier ein Netzwerk Hospiz vor einigen Jahren gegründet. Wir haben hier Fachpflegekräfte im Einsatz, die eine spezielle Ausbildung haben im Hinblick Schmerztherapien und ähnliche Dinge mehr, die in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Hausarzt damit ermöglichen können, dass auch wenn ganz bestimmte Formen der Pflege und der Begleitung notwendig sind, die Menschen zu Hause bleiben können. Das ist eine Riesenhilfe für die Menschen, für ihre Angehörigen, dazu die ehrenamtlichen Hospizdienste, die mehr die zeitliche Zuwendung geben, die Begleitung, hier die fachlichen Dienste.
Und wir werden jetzt dazu noch die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung am 1. April realisieren, was in einer Reihe von Landkreisen jetzt schon geschehen ist. Das ist der eine Weg, über die ambulanten Dienste den Menschen hier zu helfen und den Angehörigen. Und das andere sind dann die stationären Einrichtungen, wie Palliativstationen etc. Und das wird ein riesen Kraftakt in Deutschland. Das ist eine große Anstrengung als Gemeinschaftsleistung, einmal der Politik, aber auch engagierter Bürgerinnen und Bürger, das den Menschen zugänglich zu machen. Es ist aber auch eine Glaubwürdigkeitsfrage für die Politik und für die Kirchen, dass man nicht nur sagt, was nicht sein soll, nämlich organisierte Unterstützung von Suizid, sondern auch die positiven Möglichkeiten dann den Menschen wirklich zugänglich macht. Sie haben einmal gesagt, es gibt wenig Menschen, von denen Sie weniger oder nicht so viel lernen können wie von Ihrem eigenen schwerbehinderten Sohn. Was haben Sie denn von ihm gelernt? Ja, er hat halt letztlich eine ganz andere einen ganz anderen Blick auf das Leben und auf die Dimensionen des Lebens geöffnet. Es fördert eine ganz andere Sensibilität für Menschen, auch für schwache Menschen. Man entdeckt auch, wie viel Leben, wie viel Freude auch in diesem Leben ist. Ich erlebe nirgendwo so viele fröhliche Menschen wie in Behinderteneinrichtungen. Ein Freund hat einmal vor Jahren im Gespräch so beiläufig dann gesagt, naja, der Thomas hat aber in der Landespolitik schon viel bewirkt. Dann habe ich zunächst selbst ganz verdutzt geschaut, aber dann habe ich gesagt, ja, er hat recht. Nicht nur, weil ich über meine Führungsämter gewisse Einflussmöglichkeiten hatte, wenn es meinetwegen um Ausbau von Behindertenhilfe und Finanzierung geht, sondern weil man heute halt einen anderen Blick auf viele Dinge kriegt im Leben, die sonst eher eine verdeckte Welt sind. Wenn man selbst nicht unmittelbar es erlebt, dann kennt man das auch und begleitet es dann hoffentlich auch positiv. Aber es ist nochmal eine andere Dimension, wenn man das kennt von Geschehen Tag und Nacht. Herr Glück, der 24. Januar 2015, ein ganz besonderer Tag. Sie haben Geburtstag, einen runden noch dazu. Alles Gute, kann man hier mal sagen, auf jeden Fall alles, alles Gute. Wie ist der Blick nach vorne? Was nimmt sich Herr Glück vor? Zunächst einmal, dass ich werde in dem Jahr im November ja den Führungsaufgabe im Zentralkomitee abgeben. Und ich hoffe dann doch allmählich auch mal ein Stück weit in eine Lebensphase zu gehen, wo wir die Dinge ein bisschen ruhiger angehen. Ich werde immer ein Stück aktiver Mensch bleiben, solange ich das gesundheitlich kann. Ich hoffe, dass es mir geschenkt ist, bis zum Lebensende neugierig zu sein. Und ansonsten von den Aufgaben her wird unter anderem jedenfalls auch diese ganze Thematik Palliativ und Hospiz mich sicher in den nächsten Jahren begleiten und werde ich immer weiter engagieren, neben einigen anderen Dingen. Seinen von Herzen gegönnt. Vielen Dank, Herr Glück. Dankeschön. Ich danke auch. Baden Sie sich gesund in Neu-Alben-Reuth. Die Sibyllenbader Radontherapie lindert nebenwirkungsfrei und langanhaltend Schmerzen bei rheumatischen Erkrankungen und Wirbelsäulenerkrankungen. Die Radon-Kohlensäure-Kombinationsbäder sind auch für Patienten mit gleichzeitigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Hypertonie besonders schonend und gut verträglich. Erleben Sie die wohltuende Wirkung der 32 bis 36 Grad warmen Kohlensäure-Mineralheilquelle in der komplett sanierten und erweiterten Heilwasser-Badelandschaft aus Schwanenhälsen, Bodensprudlern oder im Whirlpool. Erfahren Sie die ausgleichende Wirkung auf Kreislauf und Blutdruck und fühlen Sie, wie sich Ihre Muskulatur entspannt. Oder genießen Sie die angenehme Wärme des irisch-römischen Dampfbades. Genießen, entspannen und wohlfühlen. Sibyllenbad tut einfach gut. Erholen Sie sich im Wellnessbereich und machen Sie Urlaub vom Alltag in 8 unterschiedlichen Saunen und individuellen Ruhebereichen. Kommen Sie zur Ruhe in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht im einzigartigen orientalischen Badetempel.
Idyllisch eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Oberpfälzer Waldes liegt der historische Marktflecken Neu-Albenreuth. Liebevoll erhaltene Egerländer Fachwerkhöfe, wie zum Beispiel die alte Posthalterei mit Heimatmuseum und der historische Sängerhof, zeugen von lebhafter, geschichtsträchtiger Vergangenheit und stolzer Tradition. Zahlreiche klassifizierte Unterkünfte warten auf die Gäste rund um Neu-Albenreuth und das Sibyllenbad. Hotels, gemütliche und mit Liebe zum Detail eingerichtete Ferienwohnungen und Zimmer in Pensionen, bei Privatvermietern und auf dem Bauernhof. Ein Campingplatz und ein Reisemobilhafen bieten für jeden Geschmack die passende Unterbringung. Lassen Sie sich verzaubern und finden Sie zurück zu Ruhe und Gelassenheit. Das gesunde Mittelgebirgsklima rund um Neu-Albenreuth bietet Ihnen beste Voraussetzungen für einen Aktivurlaub. Entdecken Sie die Vielfalt und Schönheit der Natur bei gemütlichen, erholsamen Wanderungen oder Radtouren.